Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Nach einer längeren Pause, tatsächlich bin ich zurück, ich weiß noch nicht genau, wann die Folge rauskommt, aber ich habe wieder angefangen, 7 Days, und wir fangen jetzt wieder an, 7 Days to Die aufzunehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon eine Brille hatte. Auf jeden Fall, ja, wir werden heute... Ja, Raider macht zu. Wir werden uns heute um Thema Strom einmal kümmern, das heißt, ja... Wir gucken einfach mal, wie es insgesamt läuft. Wir haben ein gebrochenes Bein, so wie es aussieht. Ich habe jetzt länger nicht gespielt. Müsste Minimum 2 Monate, 3 Monate fast her sein, glaube ich, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Das heißt, ja, ich bin ein bisschen raus aus der Nummer. Wir werden versuchen, wieder reinzukommen. Fallen uns noch einen Base-Bau, aber ich bin da relativ zuversichtlich. Wir sollten heute Nacht keine Horde haben, sonst haben wir gleich ein Problem. Das könnte tatsächlich der Fall sein. Sieht aber eher nicht danach aus. Es ist unendlich hell. Oh, das müsste eigentlich noch dunkel werden. Wir haben 22 Uhr. Moin. Und wir haben mittlerweile ein Scharfschützengewehr unter anderem, das wir nutzen könnten, um... Ah, guck mal, ein Feral sogar, der auf uns zugerannt kommt. So, also, wir werden uns einmal um Thema Strom kümmern. Baseball vor allem werden wir machen. Wir werden jetzt weniger questen. Einfach damit ich möchte das Projekt jetzt nicht unbedingt mega schnell abschließen. Ich habe jetzt wieder das Ganze aufgenommen, wie gesagt. Schon nice aus, muss ich sagen. Wir haben ja das Projekt angefangen und wollen das Ding natürlich auch irgendwann zu Ende bringen. Und mittendrin aufhört, ist eine Scheiße. Deswegen werden wir das Ganze jetzt natürlich so machen, dass wir hier weitermachen werden. Wir werden mal ganz kurz gucken. Hier ist Schmelz am Laufen. Die können wir eigentlich ausschalten erstmal. Ja, wir werden uns trotzdem natürlich vorbereiten. Das heißt, wir werden Stahl brauchen, wir werden schmelzen und so weiter und so fort. Nach wie vor sind wir in der Herstellung. Da haben wir, glaube ich, nichts. Ne, da haben wir nichts. Da haben wir auch nichts. Genau, Nahrung ist ein kleines Problem. Und den Rest hier können wir verkaufen. Soll ich das ganze Zeug einstecken? Wahrscheinlich wollte ich irgendwie zum Trader. Oder wir haben das gelootet irgendwo. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Oh, das ist nice, dass wir das Ding haben. Und ja, wir werden jetzt einmal um den Basebau kümmern. Das bedeutet, wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir hier Strom in die Base reinkriegen. Dafür brauchen wir unter anderem Lichter und so weiter und so fort. Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, Elektrozaunposten, was wir wo, wie, wann haben. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal an. Wichtig ist allerdings, Nahrung sieht relativ dürftig aus. Wir müssen mal... Oh! Oh, 100... Okay, hat sie erledigt. 10 Stück, 104 Nahrung. Okay, damit kommen wir eine Weile über den Berg, glaube ich. Und Wasser müssen wir auch noch haben, oder? Ja, Wasser haben wir auch noch. Vor allem hier, das können wir gleich mal benutzen. Gut. Dann, ja, machen wir einmal Strom. Das können wir ganz kurz mal gucken. Wir haben noch keine Lampen, oder? Industrielle Birne. Bin unentschlossen. Nee, oder? Nicht wirklich. Können wir... Wo finde ich den Elektrozeug zum Beispiel? Hier haben wir Modifikationen drin. Wo finde ich sowas wie Birnen? Munition, Waffen, Werkzeuge, Wissenschaft vielleicht? Nee, hier ist eher so Fahrzeug. Wobei, hier sind... Doch, hier sind sie drin. Fluoreszierendes Licht hätten wir hier. Ein Generator. Generator können wir auf jeden Fall schon mal bauen. Den werden wir brauchen. Industrielicht. Industrielichtbirne. Industrielicht finde ich schicker, wobei die ja eigentlich auch ganz okay wäre. Einfache Glühbirne muss nicht unbedingt sein. Industrielicht. Ja. Können wir das eigentlich als Favorit legen? Ja, oder? Wir legen mal das als Favorit, das Ding als Favorit, das haben wir als Favorit gelegt. Laterne. Was ist das? Ein Symbol? Also das ist Spreng. Was ist eine Laterne? Keine Ahnung. Noch nie gebaut. Scheinwerfer können wir auch mal als Favorit legen. Das sind jetzt erstmal Dinge, die wir auf jeden Fall herstellen müssen. Tragschrauber können wir herstellen. Aber die Teile fehlen uns dafür. Aber die können den Tragschrauber, genauso wie den Truck. Das Motorrad können wir... Können das Motorrad herstellen? Oh. What? Habe ich das verpasst? Wir können das Motorrädchen herstellen. Sehr, sehr nice. So, Favoriten. Fangen wir mal oben an. Wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Wir brauchen auf jeden Fall elektrische Teile. Okay, wir haben relativ wenig Eisen. Da müssen wir auf jeden Fall nachbessern. Da sind elektrische Teile. Sehen aber auch eher nicht so Bombe aus. Okay, wir gucken uns mal so ein Licht an. Das sind noch 13. Die können wir auf jeden Fall noch durchjagen. Fluoreszierendes Licht können wir uns auch mal angucken. Einen Generator können wir auch bereits fertigen. Den können wir auch schon mal fertigen. Sehr nice. Dann brauchen wir Stahl, haben wir einstecken. Klebeband, Leder bräuchten wir. Dann bauen wir uns ein Motorrad, oder? Klebeband und Leder. Leder und Klebeband. Klebeband haben wir nicht ganz so viel. Das heißt, wir bräuchten
Gut, Stoff. Und wir bräuchten Leber. Leberwand können wir hier herstellen. Wir können ja beide fertig nutzen. Das heißt, wir können einmal unsere Fertigung selber hier nutzen und wir können die Fertigung nutzen, die wir hier rausbekommen. Ja, ganz kurz, um euch mal auf den neuesten Stand zu bringen. Also, wir werden die Einstellung so lassen, wie wir sind. Das heißt, wir sind auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad Überlebenskünstler nach und vor unterwegs. Alle 3 Tage kommt eine Horde. Und das werden wir erstmal so beibehalten. Und ja, jetzt machen wir erstmal Bunkerausbau. Das heißt, wir werden tatsächlich in den nächsten Folgen recht viel bauen, einfach nur noch. Wir haben ja auch unsere Gewächshäuser und so weiter. Da werden wir noch ein bisschen was bauen. Können wir mal gucken. Ich sehe es von hier aus leider jetzt nicht, wie weit das Zeug gewachsen ist. Wir haben unsere Gewächshäuser zum Beispiel, die befinden sich im Anbau. Okay. Den können wir einsammeln. Und ja, wir haben ja noch auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Basisausbau, schmücken, anmalen und so weiter und so fort. Ich meine, das sieht ja schon mal ganz nice aus. Hier die Blöcke sind noch, die können wir mal sogar rausnehmen, oder? Alles nur Fake hier. Alles nur Fake. Deswegen hier unbedingt natürlich das Ganze aufwerten. Wir können das Ganze, das eh nur, ja stimmt, das ist auch nur angemalt eigentlich hier, das Ganze. Das ist kein Beton. Hatten wir ja. Aber es ist relativ egal, ob das fake ist oder nicht fake ist. Mir reicht das erstmal so. So, jetzt gucken wir mal, wie die Lampe aussieht, wenn man... Oh ja, oder? Guck mal, das sieht besser aus, oder? Ich würde sagen, ja, Tür vielleicht nicht, aber hier würde ich gerne einen hinmachen. Die Industrielampe sieht, glaube ich, ganz cool aus. Ich glaube, wir bauen mehr von den Industrieleuchten. Okay, mehr sind 3. Wir brauchen elektrische Teile. Kann ich elektrische Teile herstellen? Wahrscheinlich nicht. So habe ich groß. Elektrische Teile können wir nicht herstellen. Wir müssen mal gucken, wo wir elektrische Teile herbekommen. Fluoreszierendes Licht. Eigentlich auch ganz okay. Das finde ich aber mehr so eine Gangleuchte. Also das hier würde ich eher einen Gang nehmen. Das hier sieht eigentlich ganz cool dafür aus. Den Generator, ja. Fluoreszierendes Licht. Wir können auf jeden Fall schon mal 1 weiter herstellen. Ja, damit bin ich ganz zufrieden. 73 Gesundheit. Wieso haben wir so wenig Gesundheit? Holy Waldfee. Und wir sollten uns langsam aber hochheilen. Genau. Dann müssen wir natürlich noch das ganze Zeug anschließen. Wir haben unter anderem hier Erdblöcke, Gebäudewürfel. Wie sieht's hier aus? Das sind Holzwürfel. Auch nice. Die können wir schon mal gebrauchen, denn klar, hier muss noch Türen und alles rein. Die Frage ist, was für Türen wir hier reinbauen. Tür... Eisentür, Kellertür, Eisendoppeltür. Ich würde, wenn dann schon hier Tresor, Stahltür, elektrische, brauchen wir elektrische Türen? Nein, macht das Sinn? Eigentlich sollen die Türen dauerhaft offen bleiben. Die sind zum Notverschließen da. Das heißt, wir brauchen Schraubenfedern für die Dinger. Schrauben, drei. Wieso haben wir so wenig Material? Wir haben Steine unendlich viele. Wieso haben wir so wenig Material? Aber ich würde eine Stahl-Doppeltür nehmen wollen. Das heißt, davon bräuchten wir eigentlich auch mehr wie 2, aber Schraubenfedern. Aber Schraubenfedern können wir herstellen, oder? Schraubenschlüssel. Schraubenfeder. Feder. Feder auch nicht. Wir können keine Federn herstellen. Auch nicht an der Werkbank. Nope. Okay, wir müssen definitiv mehr Autos zerlegen. Chemietisch gut, geht's auch nicht. Elektrische Teile und Schraubenfedern sind ein Problem tatsächlich. So, dann würde ich sagen, ja, hier, 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 da drüben. Und dann gucken wir mal, wie es von der Beleuchtung her dann aussieht. Wir haben den Generator, den können wir immer wieder abbauen. Das heißt, das ist nicht das Problem. Einfach mal, um es zu testen, würde ich das Ding mal hier installieren wollen. Wo ist unser Wire-Tool? Da ist unser Wire-Tool. So, damit sollten wir jetzt in der Lage sein, von da nach da und von da nach da. Und dann sollten wir Motoren, kein Thema, einsetzen können. Einer fehlt natürlich, selbstverständlich. Ein Motor, Benzin. Benzin ist ein Problem. Gut, Autos zerlegen. Benzin. Ölschiefer. Aber Ölschiefer haben wir doch. Nicht viel. Okay, also das sind Materialien, die wir uns klar noch besorgen müssen. Da können wir mal gucken, was beim Händler dementsprechend vielleicht abfällt. Wie lange dauert das Ganze? 2 Minuten. Okay. Hau mal durch hier. Mischen.
So, das gibt ein bisschen Benzin. Nachtanken. Einschalten. Okay, und damit sollten wir jetzt... Fackel. Yo! Okay, es muss noch heller werden, klar, aber... Oh, also. Jetzt mit dem Fackellicht, okay, ist nicht so Bombe, aber mit dem Licht hier... Das sieht grafisch verdammt scheiße gut aus. Gar nicht, wie man Seven Days to Die kennt eigentlich. So Detail mit dem Licht tatsächlich. Boah. Boah, damit kann man arbeiten. Gut, die Dinger machen auch Licht, logisch. Wenn die hier brennen. So, Stahl-Doppeltür. Die Kacke ist... In welche Richtung sollst du aufgehen? Eigentlich ist das hier nach wie vor der Hauptraum. Das hier ist nur das Lager. Die sollen nach innen aufschwingen, oder? Das heißt, wir bauen das Ding... So. Jo. Oh ja, nett. Gut, es wird heller. Okay, wenn wir die Tür zumachen, wird es heller. Interessant. Man kann natürlich dann auch steuern, dass wenn die Tür beispielsweise aufgeht, der Generator irgendwie an... Oder ein Druckplan im Boden, damit der Generator an... Also das Licht angeht, wenn wir hier drauf treten für eine gewisse Zeit. Also so... Oder per Bewegungssensor... Oh, per Bewegungssensor. Bewegungssensor. Bewegungssensor können wir nämlich... Oh, elektrische Teile. Okay. Können wir nämlich steuern, dass das Licht dann angeht, wenn wir dementsprechend den Bewegungssensor auslösen. Haben wir noch Farbe? Ja, wir haben noch Farbe. Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Das ist nicht schlecht auf jeden Fall. Cool. Also. Und wir haben hier Notfall. Gut, die, das ist wirklich nur Notfall. Ich meine, wir haben nach wie vor hier Holz. Also, apropos. Wir haben nach wie vor, das ganze Zeug hier besteht aus Holz. Das lässt sich ja nicht verleugnen, aber... Ich muss sagen, das sieht schon cool aus. Dann müssen wir die Tür hier gelb umranden. Oh, geht das? Warte mal. Wenn wir jetzt hier Farbe R drücken? Nee. Doch, Paint. Textur nehmen. Das hier wird praktisch so die gelbe Tür. Denn wir haben dahinter, gelb haben wir uns ja dafür entschlossen, ist das Lager. Ja, das geht nicht, oder? Ja. Wir müssen die Werkbank dafür abbauen. Dann können wir das ganze gelb umranden und das ist praktisch dann die gelbe Tür fürs gelbe Lager. Deswegen hier die gelbe Umrandung. Man kann mir folgen, oder? Ich glaube. Aber holla die Walfe, das ist gar nicht schlecht. So, Bewegungssensor. So, ich hätte gerne den Bewegungssensor. Wo bauen wir den hin? Wo wäre das sinnvoll? Eigentlich wäre das Ding sinnvoll, irgendwo da an die Wand zu klatschen. Das ja, oder? So, wir klatschen das Ding da an die Wand. Sagen die Kamera... Okay, das geht erst, wenn wir elektrische Komponente angeschlossen haben. Ist logisch. So, jetzt sagen wir, das Ding schaltet... Die Lampe. Und die Lampe schaltet das Ding hier. So, warte mal. Wir müssen ja vom Strom zum Bewegungssensor. Okay. Dann einschalten. Nachtanken. So, Bewegungssensor. Wir sagen, sobald hier sich einer bewegt. Das heißt, das hier. Stromverzögerung, sofort. Stromversorgungsdauer, ausgelöst. In wie vielen Sekunden? Oh. Immer. Für 5 Minuten, wenn keine Bewegung mehr aktiv ist. 1 Minute, wenn keine Bewegung mehr aktiv ist. Das heißt, jetzt haben wir es. Hellweil, Bewegungssensor ausgelöst, Ding läuft. Gut, Generator muss halt immer laufen. Den werden wir noch ein Generatorräumchen müssen wir jetzt noch bauen. Wenn jetzt keiner den Bewegungssensor betritt, müsste in einer Minute theoretisch hier das Licht ausgehen. Bin ich mal sehr gespannt. So, wir haben jetzt so 1 Minute 7. 1:08 Uhr. Was rede ich denn da? So, dann brauchen wir natürlich hier weiter alles. Das heißt, wir müssen hier einmal weiterbauen. Das bedeutet... Okay, gut, allein fürs Motorrad. Wir werden das Motorrad auch noch bauen. Okay, wir müssen Autos suchen. Wir müssen die Händler leer klappern. Wir können einmal Händler weiter weg, damit wir einfach Material bekommen. Es geht jetzt erstmal die nächsten Folgen darum zu bauen. Der eine oder andere wird vielleicht ganz glücklich sein, dass das Let's Play tatsächlich weitergeht. Wie versprochen. Ich halte tatsächlich, oder ich versuche immer, wenn ich irgendwas verspreche, mein Versprechen natürlich zu halten, selbstverständlich.
aus privaten Gründen, was heißt aus privaten Gründen? Aus Gründen, dass ich ein Privatleben besitze, ist das leider nicht mal ganz so einfach mit den ganzen Let's Plays. Ihr wisst das. Momentan hat Scum einfach die, ja, hundertfache Zuschauermenge wie Seven Days to Die bei mir auf dem Kanal. Deswegen hat Scum natürlich ein bisschen höher die Priorität im Moment. Einfach weil sich viel mehr Leute angucken. Aber Seven Days to Die ist mir ein Herzensprojekt nach wie vor. Ich spiele das Spiel unglaublich gerne. Ich habe am Anfang meines Kanals, wo der Kanal entstanden ist praktisch, habe ich gesagt, Seven Days to Die wird immer ein Bestandteil dieses Kanals sein. Voila. Da sind wir noch an der Stelle. Auch mit Pausen und allem drum und dran. Aber wie gesagt, ich habe jetzt erstmal Grounded vorgezogen. Ich weiß noch nicht genau, wann ich die Folge hier rausbringe. Ich werde auf jeden Fall jetzt mehrere Folgen Seven Days to Die wieder aufnehmen. Wir werden jetzt erstmal, wie gesagt, bauen. Mit dem hier Strom beschäftigen. Und versuchen wieder ein bisschen so ins Game reinzukommen. Wir haben nach wie vor die Horden alle drei Tage trotzdem auf dem Plan. Wir haben ein bisschen Munitionsvorrat. Der müsste hoffentlich ein bisschen reichen. Wenn nicht, wir haben ordentlich Kohle. Dass wir beim Händler natürlich durchkaufen können. Und so weiter und so fort. Und ja, wir werden jetzt hier erstmal vergrößern, damit wir hier ein Motorrad beispielsweise rein und rauskriegen. Wir haben das letzte Mal, in der letzten Folge, haben wir dieses Garagentor gebaut. Das möchte ich natürlich auch elektrisch haben. Und das werden wir dann auch noch alles anschließen. Hier unten soll per Bewegungssensor auch, wenn wir oben reinfahren oder hier wegfahren, soll hier automatisch im Korridor nach und nach das Licht angehen. Wenn das geht, wäre mega cool. Also so ein bisschen Zeitverzögerung wäre auch cool. Aber müssen wir mal gucken. Wenn nicht, dann geht es auf einmal an. Auch okay für mich. Aber es soll alles so ein bisschen bisschen gesteuert sein mit der Elektrik und allem drum und dran. Weil das Spiel das einfach das hergibt, wo ich hoffe, dass Scum irgendwann mal hinkommen wird. Das Bausystem von Seven Days to Die in Scum beispielsweise drin wäre göttlich. Aber mal gucken, wie weit das dann dementsprechend fortschreitet. Momentan warten wir bei Scum auf den Patch 095. Wenn ihr die Folge seht, wird er hoffentlich schon draußen sein. Schon lange, lange, lange. Und die Scum-Staffel wird laufen. Aber ja, jetzt erstmal wieder ein bisschen Seven Days to Die. Ich hatte tatsächlich jetzt auch wieder Bock drauf. Ich hatte es in den Fingern gejuckt und wie gesagt, ich habe versprochen, wir werden eine große Base bauen mit elektrischem Licht, hordensicher, idealerweise, dass sich die Horde selbst zerstört und wir keinen Finger mehr rühren müssen für die Horde. Aber gut, bis wir da sind, wird nur eine Weile dauern, beziehungsweise es wäre machbar mit vielen automatischen Maschinengewehren, die wir einfach irgendwo hinsetzen. Dann wäre das tatsächlich relativ schnell umsetzbar. Problem an der Sache ist nur, es ist relativ langweilig. Es soll schon irgendwie spektakulärer sein, wie einfach nur ein paar automatische Maschinengewehre mit massenweisen Munition und wir schießen die Horde nieder. Das soll schon ein bisschen spektakulärer ablaufen. Deswegen mal gucken, wie wir da fortfahren werden. Ich habe jetzt nichts geplant oder sowas in der Richtung tatsächlich. Ich habe eine gewisse Vorstellung im Kopf, zumindest wie es aussehen könnte. Ob das dann so funktioniert, bleibt mal abzuwarten. Aber wir schauen einfach mal, wie das dann aussieht, das Ganze. So, wir haben Hunger. Das heißt, wir können das Ding jetzt auf jeden Fall mal essen hier. Ist ja extrem nahrhaft. So, wir sind auch wieder bei 91 live. So, und jetzt müsste eigentlich mein Licht ausgegangen sein. Und dadurch verschwenden wir halt auch keinen Strom am Generator zum Beispiel. Wir müssen auch mal gucken, wie viel Strom wir am Generator tatsächlich dann anschließen können. Weil ich glaube, einiges. Zumindest was die Lichter... Also, wir müssen einen Generator für die komplette Lichtmechanik haben. Einen für die Horde und so weiter. Genau, jetzt guckt hier das jetzt aus. Schlange haben wir draußen. Wenn wir reingehen, ist Licht an. Cool, oder? Ich finde das nice. So, wir brauchen natürlich hierfür, allerdings brauchen wir weitere industrielle Lichter. Leider geht uns jetzt gerade das geschmiedete Eisen aus. Das ist allerdings nicht das große Problem, hoffe ich doch. 57, das ist doch schon mal nett. 3 Minuten, dann hauen wir hier mal durch. Und sagen mal 57 Eisen bitte einschmelzen. Wobei, hier haben wir auch noch 7 Minuten. Ja, machen wir mal so. Schraubenfedern, nope. Ich glaube, die hat sogar eingeschmolzen irgendwann. 100 Rohre. Okay, wir schmelzen mal ein paar Rohre ein. Wir haben hier noch Bronze. 700 dafür. 25, 25. Lehm haben wir noch genug drin. Auch mit diesen, mit diesen Schütztürmen, jetzt die anderen Geschütztürme, auch diese automatischen Wegschubsdinger, dessen Name mir gerade entfallen ist, können wir natürlich auch einbauen. Die haben 20 Reifen, okay. So, was haben wir jetzt hier noch? Motorradlenker. Scheinwerfer. Scheinwerfer fehlt mir. Was fehlt mir noch? Nichts. Scheinwerfer. Motorradfahrzeug können wir schon mal bauen. Und Scheinwerfer. Scheinwerfer haben wir doch bestimmt. 50, okay. Wir haben Scheinwerfer. Damit können wir das Motorrad schon mal komplett bauen. Nett. Und davon können wir auf jeden Fall mal 29 noch verticken. Von den Dingern hier. Das ist ja unsere Verkaufenkiste. Ich glaube, wir müssen auch im Motorrad noch einiges drin haben. So, dann machen wir hier praktisch das nächste Industrielicht. Da noch Industrielicht. Und wenn es nicht reicht, machen wir da noch hier noch Industrielicht dahin.
Weil wir auch hier die Lampe hinmachen könnten. Zwei Stück nebeneinander, so über die Tür. Ja, machen wir noch zwei über die Tür. Also wir brauchen noch fluoreszierendes Licht. Jetzt haben wir kein, ja, jetzt haben wir keine elektrischen Teile mehr und keine geschmiedeten Teile mehr. Dann können wir die noch mit anschließen. Der Bewegungssensor... Ich bin so ein bisschen verfolgt. Aber ist schön. Das Ding hier können wir reparieren. Einwandfrei. So, dann werden wir hier nochmal ein bisschen hacken. Wie gesagt, das hier soll auch noch gut ausgekleidet werden. Das heißt, das ist unsere Aufgabe in den nächsten Folgen dann, wie gesagt. Ja, ich hoffe, die fangen jetzt nicht an, irgendwo gegenzuhauen, wenn ich hier unten abbaue. Wäre doof, wenn die oben alle... Wäre doof, wenn die oben alles einreißen würden. Ist das Tor auf? Anscheinend. Sonst wäre die Tanne nicht so einfach runtergekommen. Wir werden es gleich sehen. Ist halt, wenn ich hier hinten stehe, kommen die klar durch das Tor. Wenn ich allerdings in meiner Base stehe, kommen die hier hinten nicht hinlang, weil der Weg zu weit ist. Deswegen haben wir das Ganze so weit ausgebaut. Einfach damit die Zombies, ich wollte Puppet sagen, damit die Zombies dementsprechend nicht den Weg finden zu uns praktisch. Level 51 haben wir gerade erreicht. Ja, holla. So, Stahl haben wir, glaube ich, auch noch eine halbe Tonne. Ah, Kohle schon wieder. Wir bräuchten immer noch Eisen. Wir bräuchten immer noch Eisen. So, das Ding hier ist zum Wenden praktisch da. Dann brauchen wir weitere Holzkisten. Baublock. Holzblock. Holzblock brauchen wir, glaube ich. Sehen. Auf jeden Fall. Müssen wir aufpassen, dass uns das ganze Zeug hier nicht einfällt. Aber hier, ja, tatsächlich schon wieder Holz, wieder Kohle. Irgendwie finden wir dauernd nur Kohle. Immer nur die Kohlen. Einwandfrei. Damit können wir das hier tun. Können. Also, auswählen. R drücken. Bam. Und Oberfläche lackieren. Malerrolle. Oberfläche lackieren. Oh. Einwandfrei. Und das Tor ist offen, oder? Nee. Ah, die ist hier reingejumpt wahrscheinlich. Hier ist ja noch zu, hier ist ja noch offen. Okay, dann muss es hier weitergehen. Hier müssen wir weiter zu, weiter gerade ausbauen. Wir müssen vielleicht auch noch den Boden ein bisschen verstärken, je nachdem. Aber auf jeden Fall geht es jetzt dann erstmal hier weiter. Die Decke muss noch reingezogen werden, allen drum und dran. Wir müssen das Ganze vielleicht nochmal eins verbreitern. Wobei, es müsste mit dem Auto müssen wir auch einfahren können eigentlich. Ich hab's ja eigentlich jetzt so gebaut, damit wir mit dem Audi notfalls sogar reinkommen. So zumindest auch der Plan. Natürlich. Das Ganze so auszubauen, damit wir mit dem Auto dann später reinfahren können. Für den Tragschrauber müssen wir uns noch was ausdenken. Vielleicht bauen wir noch irgendwie eine Landebahn vor unserer Base. Haben wir eigentlich auch noch den Platz für. Allerdings brauchen wir dann erstmal, da müssen wir noch ein bisschen weiterspielen. Wir werden auf jeden Fall noch die Base fertig bauen. Wie weit wir dann insgesamt noch spielen werden, müssen wir mal abwarten. Aber ja, wir werden auf jeden Fall hier noch ausbauen. Wir müssen so einmal komplett außen rum, weil... ja, die hauen mir irgendwo gegen. Wunderschöne Vorteil ist... Alter, wie viel Life hast du? Ich glaube, wir treffen einfach zu beschissen, oder? Wieso ist da rot? Da ist schon was angemalt, oder? Ah ja, da ist die Schlange. Ich wollte gerade sagen, irgendwo müsste noch, eine Schlange sein. Ist die tot? Ja. Die haben wir auch noch gehört gehabt. Gut, Hornfalle steht ja soweit. Hier müssen wir noch ausbauen. Wir sind ja bei der Hornfalle noch fertig. Und das Malerische ist noch nicht fertig. Also wir müssen noch ein bisschen was malen. Und hier auch noch ausbauen und so weiter und so fort. Aber jetzt machen wir erstmal unten weiter das Licht. Bis 3.41 Uhr. Dann müssen wir erstmal Autos plündern gehen. Ja, guck mal, das ist geil. Funktioniert. Dann haben wir das hier. Motorrädchen.
So, die hier. Ja, bin ich zufrieden mit. Sieht ansatzweise vernünftig aus. So, dann haben wir Le Motorrad. Motorrad. Rad, Motor, Batterie. Batterie, Räder und Motor. Für Motor ausschalten. Bauen wir ihn hier. Und dann haben wir Le Motorrad. Cool. Das war doch dann mal nicht schlecht. Kleiner Motorwerkzeug, große Motor, Motorwerkzeug Mod. Modifikation fürs Auto gibt es, glaube ich, immer noch nicht, oder? Gab es die mittlerweile. Malerpinsel, Kettensäge, Schmelztiegel können wir immer noch nicht herstellen. Aber wir haben ja einen. Das heißt, sind ja in der Lage, das herzustellen. Ausschalten. Wie sieht es weiter mit Licht aus? Pflastersteine. Ist euch Pflastersteine als Favorit markiert? Das kann weg als Favorit. Das kann weg als Favorit. Scheinwerfer. Elektrische Teile. Okay. Elektrische Teile. Wir sortieren mal ganz kurz. Das hier raus, das hier raus, das hier raus. Munition. Okay, hier haben wir Anbauteile hauptsächlich. Weil ich es gerade sehe. Anscheinend habe ich Fallen darüber. Da haben wir nochmal zwei Scheinwerfer. Hier haben wir nochmal so eine Falle. Munition. Okay. Dann haben wir Supply-Zeug. Ja, wir haben nur ein paar Kugeln. Ein paar Kugeln haben wir auf jeden Fall noch. Das kann hier rein. Wir brauchen das. Der Sand kann hier rein. Dann haben wir das, 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 das. Das, das brauchen wir. Das Ding kann weg, das kann weg. Wasser brauchen wir, Essen brauchen wir. Wir haben Munition dafür dabei. Wir haben 300 Schuss dafür dabei. Und wir haben 138 Schuss dafür dabei. Alles andere sieht auch ganz okay aus. Wir haben Wasser, wir haben Essen, wir haben Trinken. So. Wir haben Licht. Gut, es ist sowieso Licht. Auch wenn der Generator aus ist. Okay. Und wir brauchen einen Schraubenschlüssel. Ich glaube, da haben wir eine Alternative für den Schraubenzieher? Nee, oder? Doch, die hier, die Knarre. Aber die bringt, glaube ich, nicht so viel. Wir bräuchten diese Schlagschrauber. Die können wir, glaube ich, beide können wir, glaube ich, sogar schon herstellen. Müssen wir mal gucken. Also. Ah, wo habe ich mein Minibike stehen? Irgendwo da. Außen, glaube ich. Gut. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Wir haben oben schon wieder irgendjemand, der gegen mein Zeug kloppt. Da hinten, so wie es sich anhört. So, und irgendwo da müsste mein Minibike stehen. Dahin liegt's. Ohne sich was zu brechen, einwandfrei. So, wir haben jetzt dann auch gleich das Motorrad. Ich fahre jetzt mal das Minibike zurück. Dann gucken wir uns mal das Motorrad an. Das müsste jetzt soweit fertig sein. Dann haben wir das Motorrad in der Folge noch gemacht. Haben schon mal die ersten Teile beleuchtet in der Folge. Ich bin zufrieden. Wir müssen auf jeden Fall bei den Händlern gucken, dass wir irgendwie elektrische Teile verkaufen können. Idealerweise uns. Oh, cool. Dass sogar das Minibike wird angezeigt mit Haltbarkeit. Und ob wir mit dem Motorrad hier rauf und runter fahren können, das werden wir jetzt auf jeden Fall noch testen. Sonst natürlich weiter ausbauen. Wir brauchen weitere Ressourcen erstmal. Vor allem müssen wir Autos abbauen. Das würde ich jetzt dann alles mit dem Motorrad machen wollen. Hier kommt auch noch ein automatischer Sensor hin. Das Ding. Achso, das ist elektrisch. Right. Problem. Das ist ein elektrisches Tor. Das heißt, nur elektrisch kriegen wir das auf im Moment. Das ist natürlich ein Problemchen. Das heißt, wir können zwar das Minibike theoretisch abbauen und dahin tragen und so weiter, aber wir brauchen da das Tor, müssen wir... Okay, nächste Priorität, das Tor fertig machen. Eine Hauptpriorität allerdings noch das hier. So, dann können wir das Ding hier aufnehmen, glaube ich. Jo. Ja. Hallo? Jetzt. Einwandfrei. Perfekt. 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 Und mein Zeug müsste auch dann angebaut sein, also wir können auch weiter anbauen. Aber wir haben Kohle ohne Ende. Also wir haben richtig, richtig Fettasche. Muss man einfach sagen. Haben wir jetzt unser Benzin verloren, weil wir das abgebaut haben irgendwie? Nee. Genaue Haltbarkeit. Das hat gespeichert. Sehr nice. Geil. Gut, 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 gut. Damit kommen wir auf jeden Fall... Benzin, klar. Benzin haben wir. Okay, Benzin. Hallo?
Kaufbaum. 100% Modifikation, ja. Yes, guck mal, hier kommst du ohne Probleme. Genau, so soll es halt sein. Dann soll hier, wie gesagt, eben das Tor dementsprechend auch aufgehen. Damit wir hier raus können. Dafür müssen wir das Ganze elektrisch machen. Das heißt, wir müssen hier die Decke rauskloppen, müssen dann hier Lichter reinschrauben. Es soll natürlich beleuchtet sein, dann hier alles auch wunderschön, der Gang und so weiter und so fort. Ich würde aber jetzt sagen, wir gucken jetzt dann mal Richtung Händler, beziehungsweise wir werden eben nicht mehr questen jetzt erstmal eine ganze Weile. Der eine oder der das gerne sehen möchte, bitte verzeiht es mir. Aber wir werden jetzt dann erstmal die Priorität aufs Bauen legen. Aber cool ist, dass wir das Motorrad haben. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das schon bauen können. Das ging irgendwie an mir vorbei, glaube ich. Oder es ist einfach zu lang her. Kann natürlich auch sein. So, bald macht der Händler auf. Wir können mal gucken, wo wir halt jetzt hinfahren, idealerweise, um Autos zu zerlegen. Wir brauchen halt die Motoren jetzt, logisch. Wir brauchen Federn, alles, was wir bekommen, wenn wir Autos zerlegen. Das heißt, ja, zerlegen, zerlegen, zerlegen. Wir bekommen Metall, wir bekommen die elektrischen Teile, die mechanischen Teile. Die elektrischen Teile sind auch wichtiger. Ich weiß gar nicht, ob wir durch Klimaanlagen auch elektrische Teile bekommen. Könnte aber sein. Das Wasser? Ah ja, doch, ist ein See. Nicht viel, aber um erstmal ein paar Lichter zu bauen, soll das hoffentlich reichen, was wir hier rausholen. Aus dem Ding. Box Factory. Kanonagefabrik. Milhaus van Houten lässt grüßen, beziehungsweise sein Vater. Bingo Bongo. Müsste eigentlich so der Nebeneingang sein, das Ding hier. Wird wahrscheinlich wieder krass unterkellert sein. Wir gehen mal nach hier hinten, weil... Ja. Hier ist auf jeden Fall noch Zeug, eben was wir abbauen können, unter anderem. Das ist auch schön. Wollt dieser Mega-Zaun und dann hier so ein kleines Autochen stehen. Gibt's nur Metall? Nee, oder? Und Benzin? Und Öl. Und Rohre und Plastik. Okay. Keine elektrischen Teile? Doch. Mechanische Teile. Aber eher weniger. Aber gut, wir bauen jetzt alles automäßig ab, was geht. Ah doch, Kühler haben wir auch bekommen. Also ja, okay. Auch die normalen Teile. Vor allem das Schöne ist, wenn wir Benzin bekommen. Allerdings der Stromgenerator verbraucht jetzt wirklich nicht krass viel Benzin. Also wir sind da relativ sparsam. Vor allem, wenn wir dann Bewegungssensoren einbauen, die dann praktisch erst Strom ziehen oder viel Strom ziehen. Wenn wir Batterien davor geschaltet haben, von den Batterien dann Strom ziehen, wenn da was durchläuft. Weil die müssen eigentlich dauernd mit Strom versorgt sein. Eigentlich ist Blödsinn, oder? Ich meine, muss ja trotzdem den Bewegungssensor dauerhaft mit Strom versorgen. Das heißt, der muss an sein, der Generator, damit der Bewegungssensor funktioniert. Und der Bewegungssensor sagt dann einfach nur das Licht anmachen, oder nicht? Aber Strom muss ja trotzdem da sein, oder? Liege ich da falsch? Ich glaube, ich liege richtig. Ja, wir werden uns sowas ausdenken. Ich glaube, irgendwie mit Batterien können wir es vielleicht lösen. Damit wir dann noch irgendwie Batterien davor schalten oder wie auch immer. Mal gucken. Drei Imperkets. Wir schauen mal. Auf jeden Fall ist es noch ganz nett, wenn wir ein paar Motoren rausbekommen. Autobatterien haben wir noch eine ganze Menge. Aber Motoren wären noch ganz hilfreich. So, die haben wir auch abgebaut. Das Polizei-Töff-Töff. Verschlossen. Das ist jetzt eigentlich... Leben ist voll. Trotz Ausdauer. Ist jetzt vielleicht ein bisschen risky, aber... Uiuiui, wir bluten. Okay, wir sollen das allerdings überleben, oder? Ich habe keine Verbände dabei, ich hält. Doch, hier. Cool, wegen einer Sekunde. Göttlich. Oh. 48 live.
Bam. Ich hätte in die Schrotflinte nachladen sollen. Blockiert. Danke. Okay. Naja. Naja, naja. Geht das? Ja. Ich könnte das auch ganz normal abbauen. Wir haben eine Gehirnerschütterung. Wir sind infiziert. Yay. Ja, ob sich das jetzt gelohnt hat, ist einmal hingestellt, aber gut. Wir haben immerhin nochmal so ein Reflexmod-Ding. Wobei mittlerweile, wir können, glaube ich, fast alle Modifikationen herstellen auch. Okay, zurück zur Basis. Beziehungsweise doch zurück zur Basis. Zurück zum Händler. Wir gucken jetzt mal beim Händler vorbei. Würde ich erst sagen. Ging jetzt sogar. Also der Grüne und so weiter, ja. War aber noch im Rahmen. Wir haben jetzt ein bisschen Autos schon zerlegt. Auf jeden Fall ein paar Lichter sollen wir damit wieder herstellen können. Wir gucken jetzt aber mal, was wir beim Händler halt kaufen können an Material. Cool. Oh, guck mal, diese bunten Lichter von dieser Bude wären auch cool. Achso. Ah ne, warte mal, wir haben es eh. Falsche Taste. Wir haben es eh einstecken. Wir haben, glaube ich, 40.000 Tukes einstecken oder so. Also die Chitons. Ich glaube, damit sollten wir eine Weile zurechtkommen. Oder? Ich glaube. So, mein Freund, wir brauchen Aktenschrank, Barocker, großes Rohr, Jalousie, Küchenspüle, Trinkwasserbehälter, Trinkwasserspender, kleines Rohr. Rohre wäre natürlich auch cool. Footballhelm, Spielautomat, eigentlich nur zur Deko, Scheinwerfer, ja, können wir kaufen, Generator, automatisch Rufflindengeschützturm, oh, den können wir kaufen, 7000, Schalter, können wir herstellen. Battery Bank. Kaufen wir auch. Brauchen wir nicht die Materialien. Wir können das dann halt einfach herstellen. Das ist ganz praktisch eigentlich. Eier hätte ich gekauft, wenn wir hätten. Oder wenn es hier geben würde. Taktische Waffen. Oh, wir haben neuen Loot hier. Rifle World. Gekauft. Sharp Sticks. Speere brauchen wir nicht. Tagebuch Berglöwe können wir schon. Amboss brauchen wir nicht. Helmlichtmod Hammer. Lasermod brauchen wir nicht. Wasserfilter brauchen wir nicht. Sand brauchen wir nicht. Schießpulver, Nitrat, Form, Pflasterstein. Leider keine elektrischen Teile oder sowas. Panzerbrechende Schrotflintenmunition. Schrotflintengeschoss, Panzerbrechen. Cool. Munition können wir notfalls dann auch kaufen. Wie gesagt, wir wissen wir wissen es sehr gut, wie wir Kohle machen können. Wir können sehr, sehr viel Geld machen, wenn wir nochmal Geldautomaten auseinandernehmen. Das wissen wir ja. Zusätzlich können wir so Zeug natürlich alles mögliche verkaufen, was wir so haben. Gewehrteile. Was willst du nicht, oder? Können wir zerlegen? Auch nicht. Dann bleibst du da. Also wir wissen ja, wie wir Kohle machen können, aber das hat es jetzt, glaube ich, schon mal gelohnt. Antibiotika müssten wir noch zu Hause haben. Wir müssen auf jeden Fall jetzt nochmal... Wir gehen jetzt wieder nach Hause. Ja, 38 Minuten. Holla, Waldfee. Lange Folge. Oder längere Folge. Aber gut, nächste Folge dann, wie gesagt, nochmal Elektrozeug bauen, Tor anschließen jetzt dann erstmal, damit wir da rein und rausfahren können und hier nicht mehr den Einstieg nehmen müssen. Wir können schon mal... Motorrad hat natürlich mehr Taschenplätze oder mehr Slots, wie unser vorheriges Gedönse. Hier können wir lernen, das war A. Und dann tun wir mal schnell noch was gegen unsere Infektion. Honig. Und ein paar Schmerztabletten helfen, glaube ich, gegen den Schädel. Honig nutzen. Tablette benutzen. Jo. Dann brauchen wir Wasser. 60. Benutzen. Das sollte gegensteuern. Und ja, hier ist dementsprechend jetzt aus momentan. Wir können allerdings jetzt hier schon mal wieder Industrielichter. G1 nur. Also wir brauchen viel mehr elektrische Teile. Wir müssen mal gucken, wo wir die genau herkriegen. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Mach's gut. Bis zur nächsten Folge bei 7 Days to Die. Tschüss.